Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part meines Let's Plays über die Path of Exiles Kurzschlieger. Jo, wir gehen gleich weiter, wir sind in Akt 3 angekommen. Jo, wir könnten noch kurz mit der Wahrsagerin reden. Das ist natürlich auch wichtig zu machen, wenn ihr Silbercoins habt. Also Silbercoins oder silberne Münzen habt. Und ein Wanding Monster, die sind scheinbar sehr, sehr gut, diese Liga. Das sind einfach Bosse, die irgendwo im Gebiet herumlaufen. Sehr gut. Also es gibt in den Maps dann später ja, auch eine Möglichkeit, die zu holen. Und die sind dann eigentlich immer gut beim Droppen. Vor allem von Currency und so. So, wir sind immer noch mit dem Static Strike Templar unterwegs. Später im Inquisitor. Und ja, er spielt sich natürlich schon sehr viel safer als andere Builds, die zum Fernkampf sind und so. Also Stab ist ja auch so etwas, das hat Blockchance drauf, sehr viel Crit. Es kann schon sehr effizient sein, also dass ihr wirklich auch sehr defensiv seid und nicht nur sehr offensiv. Werden wir mal schauen. Ich habe bei einem Kumpel, der könnt ihr ja mal vorbeischauen. Eternal Lapis auf Twitch. Schaue ich gleich mal noch kurz hier auf Twitch. Das Eterian 05-5, glaube ich. Elorian 05, okay. Sehr netter Kerl. Und ja, schon sehr erfolgreich. Hat jetzt momentan 7 Aufrufe bei Twitch. Genau. Er ist sozusagen ein bisschen mein Backup-Unterstützer. Also einfach bei Fragen kann ich ihn fragen, sozusagen. Und ich hatte jetzt einfach mal zweimal gefragt, ob der Beat geht im Endgame. Und ja, der Beat wird im Endgame gehen. Aber er ist von mir selber. Es gibt keinen Bild mit Static Strike. Da müsst ihr halt einfach einen Inquisitor nehmen mit Lightning Strike und der gibt es leider auch sehr selten, also eventuell halt doch Afraid gehen oder so. Aber ich bin ja eben sehr erfahren, ich spiele ja schon seit Dezember 2012 und deshalb kenne ich mich so mega gut aus, dass ich auch schlechte Builds zu guten Builds machen kann. Werden wir dann sehen. Also auf jeden Fall gehen wir jetzt auf Dauer, damit natürlich Static Strike viel länger dauert. Und vielleicht können wir später dann respecken. Kein Problem. Wenn wir dann genügend Dauer schon haben durch den Gem. Increased Duration. Gem. Also erhöhte Dauer. Jo. Und ja, also man sieht, dass er hat noch ein bisschen Probleme gegen dicke Gegner. Also zähe Gegner, gegen blitzresistente Gegner. Also das ist kein Problem. Vielleicht kann ich einen Lightning Strike noch mit ja, diesem Ding auch, Hex Touch heißt auf Englisch, verfluchen nach Fluch. Also nach Angriff verfluchen oder so. Weiß ich nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich spiele halt nie auf Deutsch. Also nicht mehr auf Deutsch. Weil. Ja, das Spiel ist einfach nicht so gut auf Deutsch, also man hat immer wieder Probleme, dann das Item wirklich auch zu verstehen oder so. Wenn es jetzt zum Beispiel ein neues League-Item gibt oder so, dann versteht man auf Deutsch halt das kaum, was es genau macht. Und es gibt genügend, ich sage euch, es gibt genügend neue Items diese Liga wieder. Die Entwickler machen das wirklich so, dass man halt wirklich Geld ausgibt für Lager. Das mache ich gerne. Aber 30 sind eigentlich genug, ich will jetzt nicht noch mehr an. Geld auspassen für Path of Exiles. Momentan nicht. Wenn ich dann mehr Erfolg habe, gerne. Aber da müsst ihr halt auch ein bisschen dafür sorgen, dass ich an Zuschauer komme. Aber es ist natürlich nichts verpflichtend. Sondern alles ist natürlich ganz freiwillig. Jo. Ja, ja. Du hast aber auch schon mehr Schaden gemacht.
Was ist mit dir los? Ich tanke alles. So tanky war ich wirklich noch nie. Also ich bin nicht gerne tanky. Das ist das größte Problem. So. Doing. Cooler Sound für ein Quest. Doing. Wenn auf eine Eisenplatte ein Amboss fällt, dann ist es wahrscheinlich das Gleiche. Aber nicht, wenn man so ein kleines Item, was ist überhaupt ein Bracelet, aufnimmt. Ist das Falsche. Ja, ich brauche natürlich Conductivity. Genau, habe nicht getroffen. So, wer sich wundert, das ist natürlich Full HD, 60 FPS. Aber, ja. OBS macht leider Probleme bei den Aufnahmen auf 4K. Ich kann leider nur auf 4K streamen und das auch nicht gerade so. Ja, es kommen immer wieder so Mikro-Ruckler. Und das mache ich dann lieber noch nicht. Also wahrscheinlich eine zweite CPU oder einen zweiten PC laufen lassen. Aber sobald ich umgezogen bin, ich ziehe bald um. Kann ich dann das machen, den alten PC auch noch laufen lassen. Und den Stream von dem laufen lassen. Gut. Weil der alte ist manchmal sogar noch ein bisschen besser. Also bei der RAM ist er besser. Doppelt so viel RAM. Und bei der CPU ist er auch besser. Hat zwar nur 8 Kerne, aber dafür haben die Kerne 4,7. Ja. Gigabyte. Bin gerade mal überlegen, ob ich irgendwas. Also eigentlich möchte ich gerne den hier benutzen, wegen dem Cast Speed. Attack Speed ist es ja. Static Strike. Das Amulett würde ich denn auch gerne. Naja, es ist halt einfach Cast Speed drauf. Also zu blocken. Das muss ich mir leider anschauen. Wie die Chance ist schon zu blocken. Ja. Wo sieht man das? Ich spiele halt so wenig Blockcharaktere. Habe ich überhaupt Blocken auf diesem dummen Stab? Kann es sein, dass der Stab nicht blocken kann? Doch, Block. 18% Chance, Block Attack Damage. Also 18 habe ich. Wo wird das angezeigt? Ah, da. 31 und 14. Also wirklich ohne habe ich keinen Spellblock. Also die Spells machen zu wenig Schaden. Ich muss eher selber Schaden machen. So. Die Spells machen noch nicht genügend Schaden. Wenn, dann Touch of Gold vom Dominios. Aber sonst machen die noch zu wenig Schaden. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir haben den Schlüssel. Sehr gut. Vielleicht mache ich sogar noch PvP Ende Liga. Aber auch nur, wenn die Gegner natürlich etwas weniger stark sind, also ich weiß es ja nicht. Ja. Bin halt auch einer, der jetzt nicht unbedingt so gerne verliert. Eben weil ich natürlich auch sehr gerne Hardcore spiele, also ja, ich kann es wieder, aber ich traue mich noch nicht so sehr wieder reinzusteigen. Also bei Diablo 2 habe ich eigentlich immer Hardcore gespielt. Außerdem natürlich, ja, Videos und so nicht. Sonst wäre es vielleicht zu langweilig, weil ich natürlich zu sehr ja, lange brauche zum Leveln und zum Farmen.
Also wenn Resurrected besser wird, Diablo 2 Resurrected, dann werde ich eventuell gleich mit Hardcore spielen. Aber die Server haben so mega Probleme immer noch. Kann ich leider nichts machen. Okay, Doomcloud oder Ruff? Wie soll das? Ah, Fletch, okay. Kenne ich nicht. Ich bin kein Bogenprofi. Der letzte Bogen, den ich eigentlich benutzt habe, ist vor 5 Ligen gewesen. Toxic Rain. Aber ja, das war ja auch nicht ein ganzer Bogenbild, sondern eher dort mit einem Bogen. Ich bin halt der Nahkämpfer. Ich mag wirklich in Spielen Nahkampf am liebsten, aber viele Spiele hassen irgendwie Nahkämpfer. Also, die sind halt immer schlecht, weil sie einfach zum Gegner laufen müssen, nicht den Vorteil haben, von weitem anzugreifen und weil sie halt nicht so viel AOE haben. Sind sie so unbeliebt, so schade. Und ich spiele hier immer, fast immer. Ja, Summoner ist halt auch cool. Also, Schuld an dem, dass ich nicht immer einen Nahkämpfer spiele, ist Ding. Summoner. Also vor allem Necromancer. Okay. Ja. Die kommen ja sowieso bald, Belly of the Beast. So, jo. Sind also alles selber gefundene Items jetzt. Ich glaube das Amulett und die Schuhe, aber die Schuhe habe ich ja schon gefunden. Ich glaube das Amulett ist das einzige, das ich momentan nicht self found habe. Ja. Weil ich bin halt eigentlich fast immer auch Solo self found Spieler. Aber jetzt diese Liga. Es ist mir zu schwer. Ich wusste schon am Anfang, dass die Liga zu schwer wird, da wirklich Items zu finden. Also die Drop-Chancen so gering ist, dass es einfach keinen Spaß macht, Solo Self-Hunt. Also sonst spiele ich gerne ja Solo Self-Hunt. Nur das größte Problem ist ja, die Spieler wollen gerne mitspielen. Das ist ja Community und da kann ich nicht mehr Solo Self-Hunt spielen, wenn die Community mit mir spielen will. Das ist das größte Problem. Jetzt haben die Leute einfach aufgehört zu spielen. Marco war irgendwie scheinbar nicht beliebt. Keine Ahnung wieso. Qualität war halt nicht so gut. Aber ja, er will jetzt sowieso nicht mehr weiterspielen. Jetzt ist gerade bei Valorant beschäftigt und hat gesagt, ja, solange ich jetzt so beschäftigt bin und noch auf dem Minecraft-Server sein müsste, macht er jetzt nicht mit. Es hat immer auch noch sehr neu in diesem Spiel. Es ist einfach ein richtig geiles Level. Immer wenn ich hier bin, bin ich so mega glücklich. So. Das war scheinbar so ein, ich weiß gar nicht, was es war. Ein Skelett. Ich glaube, das ist dieses Skelett hier. Von der Krypta Akt 2. Kann das, nein, das ist ein größeres Skelett. Keine Ahnung. Könnte sie ja auch anschreiben, bevor er stirbt oder nachdem er tot ist, oder? Aber auf jeden Fall sieht man halt, da kann man die Schrift gar nicht lesen, weil der Gegner so schnell down ist. Und im Chat schreiben, genau, du hast diesen umgebracht. Ich glaube, das ist bei Diablo 2 so gewesen, also vor allem bei Sacred 1 und 2 steht das, glaube ich, immer. Keine Ahnung. Ah, bei Titan Quest. Ja. Irgendwie bei einem solchen Spiel steht es immer. Du hast den und den umgebracht. Ist für mich nämlich besser. Ich mag es eigentlich, wenn auch im Chat etwas geschrieben ist. Ich habe halt alles aus. Wegen der Werbung vor allem. Ich brauche keine Werbung zu sehen.
Ich kümmere mich sowieso nicht um die Werbung. Also, wenn jemand etwas sagt, kauf das und das, dann kaufe ich es nicht. Das ist so meine Eigenschaft. So, jetzt ist da links. Ausgang ist nichts mehr. Ja. Diesen Gegner, der jetzt kommt im Marktplatz, die Statue, die war früher nie so gut besiegbar wegen dem Reflekt, also Static Shield oder wie das heißt. Und jetzt wurde das ja genervt, jetzt ist er wirklich mega schwach geworden. Oh. Ja, kann ich auch nicht so. Wie fett ist denn das Teil? Also gut. Ah, das ist ein 1 zu 3er Slot. Okay. So. Nie Platz. Okay. Dann schauen wir gleich noch. Was wir scannen jetzt, also eben Dauer. Ja, keine Bewegungsgeschwindigkeit. Keine Bewegungsgeschwindigkeit. Keine Bewegungsgeschwindigkeit. Was soll ich denn sonst nehmen? Welche Schuhe sind von Gucci? Chi-Chi, ja, Stormcall. Mach ich mal alle Firegames da drüber. Die Quality haben. Und Conductivity kann ich schon nehmen. Aber bringt es natürlich noch nicht. Kann ein Ha. Also nein, ein Holy Relikt kann das nicht einsetzen. Mit Hex Touch. Ja, da müssen wir selber immer schlagen. So, bitte Erkältung, geh bald weg. Ja, der ganze Hals ist trocken. Gereizt. Muss ich auch viel trinken, tun. So. Also in Champions Regnum werde ich nur noch Supporter spielen. Vielleicht noch ein bisschen Jäger. Aber ja, ich bin nicht gerne einer, der wirklich im PvP andere killt. Muss ich einfach schauen, dass ich selber zäh genug bin und dann vielleicht beschwören. Beschwörungen sind halt nicht so gut gegen Spieler. Die Spieler, die killen können, einfach easy. Deshalb, ja, muss ich schauen, dass ich da einfach die kleinen Imps beschwöre. Ist nämlich schnell genug. Ja. Das war beim Angriff, also nicht so lange Ladezeiten beim Angriff. Genau. Also Cast Speed ist schnell genug. Ja. Vielleicht den Leash noch, der kann nämlich Fernkampf. Also es ist eben ziemlich nah an Path of Exile, aber eben ohne das Hack and Slay, sondern eher das Reich verteidigen vor anderen Spielen in anderen Reichen. Drei Reiche gibt's und vielleicht habt ihr schon mal gehört von Dark Age of Camelot. Geht war es 2 oder 1 oder anderen Games, wo man so kämpft, zum Beispiel Ashes of Creation, das bald rauskommt. Ist genauso. Ich kaufe aber das nicht für 100 Euro und dann noch 30 Euro pro Monat. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Wenn ich Erfolg habe, dann ja. Oder vielleicht habe ich ja mit dem Spiel dann Erfolg. Ja, kann auch sein. Aber ich habe mich schon mal angemeldet, aber das Spiel habe ich jetzt noch nicht gekauft. Ich werde es vielleicht zu Ende November kaufen. Aber scheinbar ist es gar nicht so gut.
Ich weiß ja, dass andere Spieler gerne, also schnell besser sind als ich, weil ich natürlich eher Probleme habe mit der Steuerung immer wieder ein bisschen. Ja, werden wir dann sehen. Ja, ich werde sicher auch wieder Support spielen. Es ist sogar sehr gerne gesehen bei Livestreamen, wenn sie Supporter sind. Oder? Und die würdet ihr gerne sehen, ich als Berserker oder so. Also bei Lost Ark kann ich dann Berserker sein. Nein, ich werde so ein waffenloser Kämpfer sein. Irgendwas mit Kriegs. Ist ein männlicher, es gibt zwei, glaube ich, weiblich. Und ein männlich, den nehme ich natürlich dann. Kriegsmönch kann das sein, oder Kriegermönch. Also, Wurmmönch, Mönch, Mönch. Oh, wie sagt man denn? Munch. Monk, Monk, genau, Monk. Irgendwie so etwas. Halt ein Shaolin-Kämpfer. Also der sehr schnell zuschlägt mit den Fäusten. Gegen so einen Besäger mit zwei Hand. Axt wahrscheinlich nicht so eine Chance hat. Aber weil er schnell ist scheinbar, kann man natürlich denen auch gut ausweichen. Und von hinten dann angreifen oder so. Keine Ahnung. Soll ja auch ein bisschen balanciert sein. Also dass jetzt ein Berserk nicht unbedingt immer sehr stark ist gegen einen Shaolin-Kämpfer. Also im Real Life ist es leider so. Da hat natürlich eine Zweihandwaffe eine große Reichweite und so. Ist genügend schnell. Ist es hier? Auch einfach das Portal, ja. Sehr gut. Jo, ich bin sehr erfreut über diesen Bild. Macht wirklich auch Schaden, obwohl ich jetzt wirklich. Also das Einzige, was mit Schaden geskillt habe, ist hier das und das. Also hier ist Leben, Armor, Armor, Leben. Und hier halt noch ein bisschen Schaden. Ja, gut, das und das und das sind die einzigen. Genau, und hier muss ich wahrscheinlich 8% Chance Block Attack Damage, wenn ich gestunt habe, aber ich stun halt noch nicht gut. Da ich zu viel kritische Chance mache, ist das unterste nicht so gut. Das wird wahrscheinlich nie aushalten. Recently ist, glaube ich, 4 Sekunden. In 4 Sekunden habe ich immer einen Crit ausgelöst. Genau, was ist denn hier? Ja, genau, die Charges. Also hier muss ich hin. Also runter, dann noch runter und dann wieder hoch. Und hier muss ich. Genau, hier unten durch. Da und da oben. Ja, da oben. Eins, zwei. Und sonst brauche ich nur hier oben durch, genau hier hin. Das ist das nächste. Hier auch hin. Ja, vielleicht hier noch hin. Ja, nein, das nicht. Genau hier hoch. Earth of Thunder und dann Lightning Mastery. Könnte ich in Erwägung ziehen, ist aber jetzt nicht so wichtig. Weil hier ist ja das Lucky auch. Lightning Damage with non-critical strikes ist Lucky. Wir machen Critical Strikes, deshalb ist für uns 80% increased Critical Strength against shocked enemies wahrscheinlich gut. Oder das oberste. Non-Projectile Chaining Lightning Skills Chain plus one times. Das ist kein Projektil. Also ich könnte nochmals Chainen machen. Aber ich glaube, das ist schon genügend hier.
Es ist kein Projektilgame, also eventuell müssen wir doch dort hoch. Ah, oh, leider. Aber eben, wenn wir Max Block haben, dann müssen wir gar nicht so Stuffs Nuts mehr machen. Okay. Neue Unix oder so haben wir nicht. Also wenn, dann den Gürtel. Den habe ich nämlich schon selber. Aber wo? Wo ist der Gürtel, den ich so dringend brauche? Ist es meiner gewesen, den ich zurückgegeben habe? Ich glaube, das ist meiner. Den habe ich gefunden. So. Und wir sind gerüstet. Der Helm, also. Ja. Der Helm möchte ich eigentlich schon noch auswechseln, das ist schneller. Ich versuche jetzt zweimal. Ein roter. Okay, dreimal. Ist besser, zwei Level bringen bei diesen Skills eigentlich nicht so wie. Genau, das Schwert wollte ich eigentlich benutzen. Aber ich habe die Stealth Notes schon genommen. Bringt nichts mehr. Ja, genau, der Peregrine wäre auch noch nicht schlecht. Aber Attack Speed ist wichtiger als Movement Speed, 5% mehr. Ist natürlich nicht so gut. So. Genau. Bleeding brauchen wir unbedingt. Oh, ist schon wenig live. Haben wir da nicht noch eins mit Ding, mehr und Freeze Resistance? Leider nicht. Ich könnte vielleicht mal ein bisschen umwandeln, ein paar. Genau, Minions brauchen wir ja nie. Wandeln wir das noch um. Die da. Immer Curse, Curse. Ah, Curse. Ja, Mana instead ist auch sehr schlecht. Bleeding ist ja nicht nötig mehr. Nein, nicht Bleeding und kein Poison. Ignite auch nicht. Ja. Jetzt sind wir ganz am Anfang wieder bei Minions. Oh. Gibt's das echt nicht? Jetzt sind wir gleich wieder am Anfang. Okay, der Zufall will es nicht mit uns. Ziemlich gut. Ist aber viel zu schlecht defensiv. Schaden ist jetzt nicht unbedingt so nötig. Herr Def bei diesen Magier-Sachen. Viele haben diesen Ring auch oder einfach diesen Aura-Effekt mit dem Blut ringsum von diesem Gürtel. Ja. Nicht der Gürtel. Hä? Nee, nee, es ist von einem anderen Item. Muss hier sein, irgendwo. Irgendein Item tut Blut. Ich glaube auch ein Gürtel, aber ein anderer Gürtel. Da können wir, glaube ich, hier mal schauen. Nee, ich habe ihn nicht. Irgendein Gürtel setzt noch so einen Bluteffekt ein. Kann es jetzt nicht sagen. Also was ist das Belly of the Beast? Das muss ich drüben zeigen, hat einen Bluteffekt. Ach, keine Ahnung mehr. Oder steht halt einfach nirgends hier in so einem. Ja.
Genau, die Rüstung, die lege ich zurück. Ich habe ja Belly of the Beast, Belly of the Beast dann später. So. Und Tabula Rasa ist natürlich besser. Ich brauche auch blaue Gems. Also vor allem Statics, also nein, Critical Strikes und Lightning Damage brauche ich. Und dann auch noch später Chain als fester Attacks-Ersatz. Genau. So, dann sind wir fertig. Dankeschön fürs Zusehen dieses Bades. Und ja, einen schönen Tag. Tschüss.